Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem alljährigen Jahresrückblick, meine Freunde. Wie immer in GTA 5. Der Jahresrückblick kommt etwas später, deswegen liegt auch kein Schnee mehr in GTA 5. Ich glaube, dieses Jahr gab es auch gar keinen Schnee, da gab es doch irgendwelche Probleme, wie auch immer. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe jetzt schon sehr lange GTA 5 nicht mehr gespielt. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt wahrscheinlich rumlaufen werde, wie so ein verwirrtes Huhn, was gerade vom Jäger verfolgt wird und abgeschossen wird oder so. Ich habe mir extra wieder eine kleine Liste, wie jedes Jahr geschrieben, ja, wo ganz viel drauf steht. Hier steht ganz viel drauf und hier steht ganz viel drauf. Diesmal wirklich extrem viel mehr als sonst eigentlich, weil ich sonst immer relativ wenig drauf geschrieben habe. Diesmal sind sogar wenig Projekte, die ich dieses Jahr vollzogen habe oder vollendet habe oder noch begonnen habe, wie auch immer. Aber diesmal sind es wirklich sehr viele andere Gründe, andere Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Ich kann das kaum lesen, ich habe es mit Bleistift geschrieben, jetzt kommen hier diese scheiß Meldungen, ich habe die doch ausgeschalten, Alter. Aber egal. Ihr seht, ich bin hier oben auf dem Berg und ja, Alter, jetzt geht's aber. Ja, wie dem auch sei. Ich sehe auf jeden Fall sehr sexy aus. Ich hatte eigentlich geplant, das Video als One-Take zu machen, jetzt habe ich schon verkackt. So, Alter, voll passiert. What the fuck, Alter? Wieso machen die kleinen Hurensohn-Kinder immer das scheiß Headset an, Alter? Ich dachte, ich habe die Scheiße ausgeschaltet. Wisst ihr, sowas kotzt mich richtig an. Und dann mit ihren Hurensohn-Headsets schreien sie so rein wie so Dreckskinder, Alter. Stirbt in der Hölle, ihr Bastarde. Ja, auf jeden Fall. Wo kann ich die stumm schalten, die Gesichter, Alter? Hier. Hat doch gerade irgendjemand sein scheiß Headset angemacht, oder? Habe ich da Falsches gehört? Ich sagte, wenn einer redet, Alter, ich bringe ihn um. Ich hätte theoretisch auch offline spielen können, aber ich finde es online immer ein bisschen cooler, weil ich halt mein eigenes Kostüm habe und so. Ja, wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem ersten Punkt an, meine Leute. Jetzt zeige ich schon meine Leute. Ich bin wieder voll auf Drogen, nein, Spaß. Ich bin dieses Jahr Straight-Edger geworden, das heißt, ich trinke keinen Alkohol, keine Drogen, nichts dergleichen, ja. Ich bin rein, ich bin ein freier Mensch, ja. Ich bin ein freier Mensch, hier in Deutschland, haha. Ja, mein Gott, Alter, wie verbiegt die eigentlich ihre Füße? Ja, jetzt egal, ich will das Ganze hier ganz ruhig gestalten. Ich werde wahrscheinlich wieder sehr viel Scheiße labern zwischendurch, wie jetzt zum Beispiel der komplette Anfang. Aber es soll alles schön ruhig und entspannt sein. Einfach ein bisschen reden, wisst ihr, was ich meine? Okay, erstmal will ich euch ein schönes neues Jahr wünschen. Ein frohes neues Jahr. Oh nein! Oh nein! Emily! Jetzt berühren wir uns ja schon wieder. Jetzt gehen wir ja schon wieder noch. Oh nein! Bitte, bitte fall nicht! Oh nein, Leute, das war's einfach. Super, toll. Okay, und genau so, meine Freunde, wünsche ich euch ein neues Jahr 2018. Ich hoffe, ihr habt ein erfolgreiches Jahr 2018 und ich hoffe, ihr habt euch nicht zu viel Ziele genommen. Immer diese Neujahrsziele, ich finde die sowieso irgendwie unnötig, weil wenn man was vorhat zu machen an sich oder wenn man irgendwas an sich ändern will, wie auch immer, dann macht man das normalerweise im Laufe des Jahres und nicht an einem Tag entscheidet man, okay, ich mach das, finde es so unnötig, diese scheiß Neujahrsziele. Ich habe kein Neujahrsziel, ja. Doch, ich habe ein Ziel, ich bleib weiterhin so normal, wie ich die letzten Jahre auch war, ja. Auch wenn manche mal irgendwie anderes behaupten, dass ich mich verändert habe oder so. Ich bin der Daniel, der ich früher auch noch war, gell? Boah, das sieht voll schön aus. Holy shit. Ja, dann kommen wir hier doch direkt zum ersten Punkt, würde ich sagen. Und was steht denn hier auf meinem schönen Zettel? Also das mit dem One-Take habe ich ja schon versaut. Anfang des Jahres, meine Freunde. Da war ich noch ein ganz junger Mensch. Wieso rede ich dann wie ein alter Mann? Ja, auf jeden Fall, da war noch alles schön. Nein, Spaß. Da war noch alles, ja, ein bisschen frischer. Da hatte ich noch 70.000 Abonnenten. 70.000 Abonnenten. Jetzt, Ende des Jahres 2017, Anfang des Jahres 2018, habe ich knapp 116.000 Abonnenten, wo ich jetzt gerade das Video mache. 116.000 Abonnenten. Ich habe die 100.000 Abonnenten im Jahre 2017 erreicht. Habe auch meinen silbernen YouTube-Play-Button bekommen. Ich glaube, das war sogar mein nächster Punkt, oder? Ja, tatsächlich. Silberner YouTube-Play-Button. Oh, Daniel, du bist ein schlauer Mensch. Ja, danke. Ich habe es geschafft. Ich habe endlich den silbernen YouTube-Play-Button, der noch nicht in meinem Zimmer hängt. Er ist immer noch da hinten in der Verpackung, ja. Ich sollte ihn endlich mal aufhängen. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Ihr kennt mich, ich sag immer, ob ich aufnehme. Ich muss immer gucken, während der Aufnahme, ob ich aufnehme. Ich hatte nämlich, letzte Nacht hatte ich einen Albtraum, dass ich ein Video aufgenommen habe. Oder besser gesagt, ich habe mich davor gesetzt und habe dann im Endeffekt gesehen, dass ich nicht aufgenommen habe. Dann hab ich geheult, ja. Ich habe geheult, bin mit Tränen aufgewacht. Das ist kein Witz. Ich habe geweint, während ich geschlafen habe. Und bin mit Tränen aufgewacht, weil ich ein Video nicht aufgenommen habe, ja. Und das ist wie so ein Kindheitstrauma, bloß ich bin schon jugendlich. Und erwachsen. Ich bin erwachsen. Ich bin ja schon 14. Was? Ich kann mich bewegen? Ah doch, okay, jetzt geht's wieder. Ja, deswegen gucke ich immer, ob ich aufnehme. Jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Auf jeden Fall bin ich unendlich glücklich gewesen. Ich habe auch ein Unboxing gemacht, wenn ihr das noch sehen wollt, von dem YouTube-Play-Button. Übrigens, wieso der Jahresrückblick jetzt so spät kommt, das hat einen ganz einfachen Grund. Meine Freundin war da die letzte Woche. Da hatte ich keine Zeit, den aufzunehmen und so. Und ich hatte davor schon keine Zeit, weil ich die ganze Zeit für arbeiten lernen musste. Ihr kennt ja die Schule, ihr kennt ja die Lehrer, die drücken immer zum Schluss alles rein, aber können meistens auch nicht anders. Ich meine, das ist halt einfach so. Man muss zum Schluss einfach viel lernen, immer
kurz vor den Ferien drücken sie halt alles rein. Ist halt einfach so, weil sie sich nicht absprechen können. Ich weiß nicht, sind sie unfähig, keine Ahnung, was da los ist auf jeden Fall. Ist jedes Jahr ist neu, eben aufs Gleiche irgendwie. Die sprechen sich nicht ab und dann, das juckt die auch nicht, wenn man mal irgendwie 3 Arbeiten in der Woche schreibt oder so. Oh ja, wir schreiben am Mittwoch nochmal eine Arbeit. Das juckt die nicht, ob wir da noch Arbeiten schreiben, das ist denen scheißegal. Aber gut, die wollen auch bloß ihr Geld, kann man nichts machen. Wow, das sieht schön aus. Sieht schön aus, geht die Sonne unter. Wunderschön. Mein Motorrad steht übrigens oben auf dem Berg drauf. Ich bin übrigens nicht auf den Berg hochgestiegen, ja, ich bin hier aufgewacht auf dem Berg. Was steht hier? Fanpost, ja. Ich habe dieses Jahr wieder sehr viel Fanpost bekommen. Unter anderem von der lieben Frau Coco, ja. Die muss ich ja auch erwähnen. Vielen Dank, Coco, für deinen langen Brief nochmal und für alles, was du mir geschenkt hast. Diese Picoballa und das T-Shirt von London. Richtig geil. Das muss ich übrigens noch anziehen. Ja. Ich hatte es bisher noch gerade an. Meine Mutter hat es gewaschen und ich habe es noch gerade angezogen. Ja, Mai. Ja, das sieht auch cool aus. Was soll das hier eigentlich bedeuten? Wahrscheinlich, ist das ein Zeichen hier oder irgendwas bedeutet es auf jeden Fall? Ja, übrigens, heute hat meine Mutter auch Geburtstag. Ja, das heißt, es kommen normalerweise jederzeit Gäste. Ich habe keinen Plan, ob ich jetzt... Wahrscheinlich werde ich wieder gestört, das kann sehr gut sein. Aber ich will jetzt einfach den Jahresrückblick aufnehmen, das ist mir ganz wichtig. Ja, Fanpost, ich habe auch jetzt gegen Ende des Jahres noch zu Weihnachten praktisch, es war eigentlich gar keine richtige Fanpost, doch kann man schon so sagen, von der lieben Frau Thea, ja. Die Frau Thea konnte ich dieses Jahr auch treffen, ich weiß gerade genau, wann es war, auf jeden Fall im Sommer, glaube ich. Es war noch in den Sommerferien. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob es Mitte Sommerferien war, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich sie da noch treffen. In Stuttgart war das, Stuttgart-Weihingen oder wie das auch immer heißt. Es war richtig toll, weil sie wohnt normalerweise gerade in der Nähe, also in Baden-Württemberg. Sie wohnt weiter woanders. Ja, deswegen, sie war halt gerade bei ihrer Cousine und deswegen konnte... Wieso steht da ein Motorrad? Ach, das ist meins, lol. Ich hatte eigentlich ein anderes, egal. Deswegen hatte ich die Chance, sie da zu treffen und es war wirklich schön, weil es eine mega tolle Freundin ist und... Ja, ich hatte nie irgendwie Streit mit ihr oder so. Weißt du, das sind so die Menschen, mit denen man sich einfach ultra gut versteht und mit denen man sich jahrelang so gut versteht, wie David zum Beispiel da war, zu dem komme ich später noch. Es sind einfach so tolle Freunde und es war so toll, dich zu treffen, Thea. Und das Paket, was du mir geschickt hast, das hat mich zu Tränen gerührt, der Brief und alles. Das war so fucking schön, ja. Also vielen Dank dafür. Sie hat ganz viele Zeichnungen gemacht und alles drum und dran. Ich kann es mal kurz hier einblenden, auf jeden Fall das Bild. Oh nein, wir wollen keine Musik hören, sonst bekomme ich ein Problem mit Copyright. Ja, das ist ja 2017 auch ein sehr großes Thema geworden. Copyright, YouTube, die ganze Entmonetarisierung und alles drum und dran. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Aber naja, wir sind hier auf YouTube und YouTube ist beliebt geworden und alles, was beliebt wird, kennen wir, wird scheiße. Aber okay, ja, dann hören wir mal wieder ein bisschen auf, hurensohnmäßig zu sein und kommen zum nächsten Thema. Und zwar... Meine Freundin. Tatsächlich habe ich als nächsten Punkt schon meine Freundin, ja. Wollte ich eigentlich ein bisschen so für später aufwärmen. Jetzt habe ich schon gesagt, ist jetzt auch egal. Boah, das sieht immer episch aus. Jetzt fahren wir mal ganz kurz dahinter. Brumm, brumm, brumm. Wow, ja mei. Komm, wir fahren nochmal ganz kurz hoch. Donnert es gerade. Ich glaube, da kommt jetzt gleich ein Gewitter. Schnell, ich will noch hochfahren. Ich will den Sonnenuntergang nochmal schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, meine Freundin. Ah, oh, fuck me. Oh mein Gott. Jetzt beruhigen wir uns schon wieder. Glaubt ihr, ich schaff's da hochzufahren? Ganz ruhig. Scheiße! Ich hab's gewusst. Okay, ja, egal. Auf jeden Fall, jetzt komm schon. Oh, das sieht schön aus, sieht schön aus. Holy shit. Ich mag Sonnenuntergänge, vor allem in GTA 5. Meine Freundin, ja. Die habe ich über Instagram kennengelernt. Und ich habe sie dann kurzfristig, am Ende meiner Sommerferien, habe ich sie dann noch besucht. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. An der Stelle. Weil ich mir keinen besseren Menschen in meinem Leben momentan vorstellen könnte, als meine Freundin, die Nina, ja, hier in... Lieben Gruß an dich. Du hast mein Leben verändert. Du hast mich aufgebaut. Du hast mir gezeigt, dass das Leben was wert ist. Und du machst auch weiterhin. Dank dir habe ich wieder einen Sinn am Leben gefunden. Und das bedeutet mir unendlich viel, ja. Also, du hast sehr viel für mich getan und machst jetzt immer noch. Ja, nach den ganzen Enttäuschungen, die die letzten Jahre passiert sind, so mit Freundinnen und alles drum und dran, hast du alles wieder gut gemacht und alles vergessen lassen im Prinzip. Ich bin am 21.09. offiziell mit ihr zusammengekommen, so kann man sagen. Wir sind jetzt so schon 3 Monate. Ja, 3 Monate sind nicht mehr zusammen, ein bisschen mehr als 3 Monate. Und sind glücklich zusammen und es wird auch weiterhin so bleiben. Da bin ich ganz positiv. Das wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass ich das gesagt habe, weil ich einfach überglücklich mit dir bin, Nina. Ich liebe dich. Okay, so, das war jetzt wieder ein bisschen schwul. Nein, Spaß. Okay. Jetzt, hier ist ein Fallschirm. Theoretisch könnte ich runterspringen. Aber ich springe nicht runter, ich fahre runter, machen wir es einfach so. Sorry, dass ich hier oben die ganze Zeit rumlaufe. Ist ein bisschen langweilig, aber es soll ja eigentlich auch nicht wirklich besonders um GTA 5 gehen, sondern einfach, was mir im Laufe des Jahres passiert ist. Was ist hier los, Alter? Livestreams. Ja, meine Livestreams.
Die habe ich jetzt die letzten Wochen ein bisschen vernachlässigt, die letzten Monate besser gesagt, das letzte halbe Jahr. Ich kam nicht mehr dazu. Ich habe es im Prinzip auch voll vergessen irgendwie, dass ich überhaupt noch Livestreams machen könnte teilweise, weil ich so auf die Schule fixiert war und alles andere. Zu viel Stress. Das Jahr 2017 war so ziemlich eins der stressigsten Jahre, was ich jemals hatte. Ja, das soll sich 2018 auf jeden Fall ein bisschen ändern. Und ich habe auch wieder vor, Livestreams zu machen, weil es immer so schön ist, mit euch persönlich zu reden, ja. Jetzt mittlerweile werden wahrscheinlich kaum noch welche Livestreams verfolgen, aber ich habe echt mal wieder Bock, weil ich spiele gerade sowieso des Öfteren am PC mit meinem Bruder. Unknown, wie heißt es? Players Unknown Battleground oder so habe ich mir vor kurzem gekauft und Rocket League sowieso voll am Laufen. Ich brauche halt einen neuen Prozessor. Ihr habt im letzten Livestream, die ihn gesehen haben, gemerkt, es laggt extrem. Das liegt an meinem Prozessor, weil er überlastet ist. Alles ist perfekt an meinem PC. Wirklich, alles ist super, ja. Grafikkarte ist super, top, alles gut. Außer der Prozessor ist halt jetzt schon ein bisschen veraltet und der packt es nicht mehr so. Deswegen laggt es beim Livestream und das ist schlecht. Für euch nicht, für euch laggt es nicht, weil es ja relativ schlechte Auflösung ist. Ich habe extra ein bisschen weniger Auflösung eingestellt, weil ich eine scheiß Internetleitung habe immer noch. Ich wohne halt in so einem Drecksdorf, da passiert nichts. Ja, ich zitiere Angela Merkel. Bis 2018 wird jeder eine 80.000er Leitung haben. Ich habe auf jeden Fall eine 16.000er Leitung, aber wir bekommen niemals 16.000 rein. Wir bekommen gerade mal, wenn es gut läuft, 10.000 rein, aber ist jetzt auch scheißegal. Was war das Thema? Achso, Livestreams. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. So, dann, jetzt kommt ein relativ trauriges Thema. Es ist echt traurig. Und zwar Schicksalsschläge. Wir sind relativ viele Schicksalsschläge, auch wenn es nicht so extrem war. Doch, okay, es war extrem. Für mich persönlich war es extrem. Es kamen sehr viele Schicksalsschläge, die mich komplett aus der Bahn gebracht haben. Ja, es ist, oh mein Gott, es ist so viel passiert. Über manches will ich hier nicht reden, weil das, ich finde, es geht nur mich was an, das geht euch eigentlich nichts an, deswegen will ich nur die Sachen ansprechen, die ich jetzt hier auf dem Zettel stehen habe. Unter anderem ist einer meiner Lieblingsschauspieler, der Bill Paxton, gestorben. Das war relativ Anfang des Jahres noch. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich meine, das war im Februar oder so. Ja, der unter anderem in eine meiner Lieblingsfilme, Alien 2, die Rückkehr mitgespielt hat. Oh, jetzt muss ich aufpassen, das ist schon. Jetzt muss ich aufpassen. Ich hau mal ab, ich habe keinen Bock auf den Spaß hier. Ich gehe mal ganz schnell weg. Oh, ich sollte ein bisschen langsam machen. Holy shit! Okay, jetzt. Oh, scheiße, das war's, Leute. Das war's! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Oh! Flyer! Oh scheiße! Ja, so ist er zum Glück nicht gestorben, der Bill Paxton. Das war nicht so geil gewesen. Ja, egal, jetzt gehen wir halt so runter, passt auch. Wo ist der Spacken? Der ist noch oben, okay. Nur wegen dem Spacken jetzt wieder, Alter. Nein, nicht runterfallen, oh mein Gott, Eduardine, oh fuck. Oh nein, oh, nicht auf den Tannenbaum, Alter. Ja, als ob man so schnell stirbt, Alter, übertreiben kann man es auch. Ja, auf jeden Fall, das fand ich schon sehr traurig, ja. Weil es halt wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler war. Wo ist denn mein Motorrad? Das liegt irgendwo, nein! Oh Mann, oh Gott. Ja, toll, sterben wir wieder. Okay. Wir haben es gleich, meine Freunde. Wir beruhigen uns jetzt erstmal. Wow. Meine Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob das gerade normal ist, aber mein Motorrad steckt hier irgendwie gerade voll drin. Hallo? Ist alles okay mit dir, Motorrad? Ich kann nicht mal mehr aufsteigen. Was ist das? Ah, lol. Okay. Hat sich erledigt. Alter, what the fuck? Ja, okay. Ja, das war unter anderem für mich ein Schock ein bisschen, ja. Das war für mich ein Schock, dass er so früh gestorben ist. Er war nämlich noch nicht sehr alt. Ja, dann ist mein Maxchen gestorben, mein Meerschweinchen. Das war für mich, das hat mich mehr gefickt, als ich dachte. Da habe ich geheult wie ein Spast. Ja, also da saß ich er musste eingeschläfert werden. Er war einfach, er war auch schon zu alt. Er hatte eine Krankheit, er hatte eine Lungenentzündung. Wir sind dann zum Tierarzt gefahren und der Arzt hat gesagt, dass es in dem Alter nichts mehr bringt, da was zu machen. Er war einfach schon sehr alt und es ist einfach zu fortgeschritten gewesen, die Lungenentzündung, und im Endeffekt ist er dann gestorben. Das hat mich so gefickt, das war so schlimm. Ich saß in meinem Zimmer und ich habe es die ganze Zeit unterdrückt. Wisst ihr, ich mag es nicht so, wenn ich vor anderen weine. Das macht mich verlegen, so, ich mag das nicht, wenn ich vor anderen Menschen weine. Aber das war so schlimm, als ich dann in mein Zimmer gekommen bin, als ich alleine war. Ich wollte einfach nur in mein Zimmer. Ich bin hochgekommen, bin in mein Zimmer reingelaufen, habe zugeschlossen. Und habe einfach angefangen zu heulen. Das war so schlimm. Weil Maxim war so ein kleines Meerschweinchen. Wisst ihr, es war für mich kein. Es war für mich nur ein Meerschweinchen. Es war für mich einfach ein Freund, mit dem ich reden konnte. Jetzt halt mal an, du scheiß Auto, Alter. Scheiß Motorrad. Es war für mich einfach ein Freund, mit dem ich reden konnte, wenn es mir schlecht ging oder so. Dann habe ich mich vor den Käfig gesetzt und habe ich ihn gestreichelt, habe mit ihm geredet und so. Das war einfach so schlimm, als er dann gestorben ist.
Schlimmer als gedacht, wie gesagt. Ja, das werden die meisten aber auch mitbekommen haben, die auf Instagram unterwegs sind und mich abonniert haben, weil ich da immer meistens das ganze Zeug ein bisschen poste und so. Wenn ihr mir folgen wollt, ich heiße da genau gleich wie hier auf YouTube, wollte ich nur mal ansprechen. Ich spreche es viel zu wenig an. Dann, der heftigste Schlag, finde ich, 2017 war, dass Chester Bennington gestorben ist. Er hat das Selbstmord begangen. Ihr wisst, dass ich der größte Linkin Park Fan bin. Der größte nicht, dass ich ein sehr großer bin, ja. Chester Bennington hat mir doch sehr viele schwierige, sehr schwierige Zeiten geholfen. Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt vor drei Wochen ungefähr, jetzt habe ich mir ein Tattoo stechen lassen. Es sollten zuerst genau die Flammen werden von Chester Bennington, aber der Tätowierer hat dann sehr viel mit mir geredet und hat gesagt, dass es die Flammen von Chester sehr veraltet sind und das Ganze hier ist moderner, was ich jetzt habe. Und ich finde, ich bin auch voll zufrieden damit. Es geht einmal komplett um den Arm rum und es sieht verdammt geil aus, ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt auf der Cam aussieht, ob man es relativ erkennt hier so. Aber das ist für mich einfach ein Zeichen der Erinnerung, dass ich eine Erinnerung an Chester Bennington habe, mein größtes Idol, was ich 2014 zum Glück nochmal live erleben durfte mit Yannick. Hier ein Gruß an dich, Yannick. Auf dich komme ich nachher normalerweise auch noch. Als es passiert ist, guckt euch mein Video an, ich habe ein Video drüber gemacht, ich glaube es heißt Rest in Peace Chester Bennington oder irgendwie so, ich bin mir sicher, guckt euch mal, sucht einfach nach XY Klangkiller 2 Chester Bennington. Manche Leute tun sich beim Suchen immer so schwer, auch bei Hausaufgaben oder so, dann fragen sie mich irgendwie, weißt du wie das geht? Und ich denke mir so, seid ihr komplett geistig behindert? Guckt doch einfach mal im Internet, googelt. Wenn ich Fragen habe, dann gucke ich im Internet und google, dann finde ich das zu 90%. Ich weiß nicht, manche sind so minder bemittelt und sind einfach zu dumm zum googeln. Ich finde das so schlimm. Wirklich. Unfassbar. Also manche Menschen. Okay, ich will jetzt mal ganz kurz... Nicht zu schnell. Ich will lähmend unten ankommen. Oh mein Gott, hier geht's ganz schnell runter. Ja, fahren wir einfach mal kurz hier runter. Ich habe so eine ganz schlechte Idee. Okay, für Narnia. Voll auf die Fresse. Wo ist mein Motorrad? Hä, lol, das ist vorgeflogen. Was? Ich dachte, das ist da hängen geblieben. Kommt ein Zug. Ist da gerade ein Zug? Ne, ich dachte, da ist ein Zug vorbeigefahren. Ha, auf jeden Fall höre ich hier Geräusche. Wie ist mein Motorrad da reingefallen? What the fuck? Ich habe so ein Gefühl, das ist irgendwie ein Geistermotorrad so langsam. Guck mal, es liegt schon wieder so scheiße hier drin. Komme ich hier raus? Okay, ja. Chester Bennington. Sehr großes Thema dieses Jahr für mich. Da habe ich auch geheult wie am Spieß, als es passiert ist. Das hat mich richtig runtergezogen. Da war ich am Arsch. Da habe ich teilweise selbst Gedanken gehabt, die mir selber ein bisschen Angst gemacht haben. Sehr viel sogar. Das war sehr schlimm dieses Jahr. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht mit Linkin Park. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Nächster Punkt. Meine eigene Gesundheit. Boah, da ist auch sehr viel passiert, meine Freunde. Die letzten Wochen. Da ist so viel alles auf einmal gekommen, ja. Ich dachte schon teilweise, die Lehrer glauben mir nicht mehr, dass ich krank bin in der Schule, ja. Weil ich so viel hatte, ja. Ich hatte zuerst einen Wirbel, habe ich ausgerenkt gehabt, einmal im Rücken. Da lag ich flach und konnte mich kaum noch bewegen, der wurde wieder eingerenkt. Dann hatte ich Grippe, ich glaube, ich hatte dreimal hintereinander Grippe irgendwie, wo ich richtig tot war, ja. Und dann im Endeffekt hat sich aber herausgestellt, dass ich auch noch Migräneanfälle bekommen habe, dass jetzt die Migräne bei mir losgegangen ist. Ich will gar nicht so viel fahren, wisst ihr, weil das ist so laut. Ich weiß nicht, ob das so stört. Wir fahren einfach mal. Wir gehen auf die Straße, das würde ich sagen, ja. Auf die Straße. Oh, fuck me. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schade, dass kein Schnee mehr liegt. Finde ich echt schade. Ja. Ich bleib mal kurz hier stehen. Ich finde es immer so laut und unangenehm irgendwie, wenn er fährt und es so laut ist und ich nicht reden kann. Ja genau, dann bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt meinte, mit 20 beginnt es meistens so, dass man Migräneanfälle bekommt. Also meistens hört man die Beschwerden mit 20 Jahren, wenn man das 20. Lebensjahr erreicht, dass da die Migräne anfangen. Und er hat mir auch Tabletten gegeben. Wenn die Migräne wieder auftauchen, soll ich die nehmen. Und wenn es innerhalb einer halben Stunde nicht besser wird, dann ist irgendwas anderes, aber ich habe die genommen und es ist besser geworden, deswegen ist es Migräne. Und ich hätte niemals gedacht, dass Migräne einen so kaputt ficken können, ja. Ich lag wirklich auf meiner Couch, ich bin gestorben, ja. Ich konnte nichts mehr machen. Ich wollte einfach nur meine komplette Ruhe. Wenn ich ein kleines Geräusch gehört hatte, das hat mich so genervt, ey, ohne Witz, ich bin fast gestorben. Also mit Migräne ist echt nicht zu spaßen, ja. Auch wenn es viele ausnutzen, dass sie krank machen, nicht in die Schule gehen, USW. USW sage ich jetzt schon, Alter. Ja, auf jeden Fall... Das ist echt nicht toll. Ich wünsche niemand Migräne.
Ja, ich habe damals früher schon gedacht, immer, ach, jetzt tu doch nicht so Migräne, mein Gott, ein bisschen Kopfschmerzen. Nee, das macht den Körper komplett kaputt, man kann sich kaum noch bewegen und so, wenn man einfach keine Lust auf nichts mehr hat. Also, mit dem ist echt nicht zu spaßen. Dann hatte ich noch eine Blasenentzündung, das war auch die Hölle, Alter. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo pissen war, dann hat es so gebrannt, wirklich, ich dachte, Alter, ich bekomme Baby aus meinem Schwanz, das tat so weh. Alter Schwede, war das übel. Was hatte ich noch? Jetzt lass mich mal überlegen. Ah ja, genau, da war ich vor kurzem beim Zahnarzt, ja. Da ist mir ein Stück von meinem Backenzahn abgebrochen. Einfach so, so die Hälfte vom Backenzahn fast. Weil ich auf was Hartes, eigentlich habe ich nicht auf was Hartes gebissen. Das war ein ganz normales Brötchen, ja. Aber da waren harte Körner drauf. Und dann hat er mir eine Spritze in die Wange gegeben. Und dann bin ich beim Arzt kollabiert. Ich bin in Ohnmacht gefallen, weil er hat irgendwie eine falsche Vene erwischt oder so. Und dann war ich weg vom Fenster. Ja, das war nicht so geil auf jeden Fall. Wenn man, es ist ja so, ich weiß nicht, es ist bei jedem Menschen anders. Manche Menschen finden es sogar geil, wenn sie in Ohnmacht fallen, weil sie das irgendwie episch finden, das Gefühl, ja. Ist bei jedem Mensch anders. Aber bei mir ist so, wenn ich in Ohnmacht fall, dann fühle ich mich so schlecht. Da denke ich, ich sterbe. Kein Witz, ich fühle mich so schlecht, das ist unfassbar, ja. Und dann bist du kurz weg, dann wachst du wieder auf, ja. Der Zahnarzt stand dann vor mir, hat mir ein paar Backpfeifen gegeben und wach auf, du Hurensohn. Nee, das hat er nicht gesagt, aber so ähnlich. Ich will nichts mit dem Club wissen, fickt euch ins Knie. Ja, stimmt, ich habe ja einen Motorradclub, ja, oder? Hä? Nee, doch, ja. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann bin ich wieder aufgewacht, ja, und es ging mir langsam wieder besser. Das, ohne Witz, als es mir wieder langsam besser ging, das war das schönste Gefühl, was ich in meinem Leben je gefühlt habe, ja. Also, wenn man so umfällt, aufwacht und dann geht es einem besser und oh, das ist so geil, wenn es einfach so einen ganz schlechten Moment an plötzlich ganz schnell wieder ganz gut geht. Das ist Gefühl, Alter, leck mir am Arsch. Okay, jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach mal ein bisschen geradeaus und fahren mal ein bisschen in die Stadt, komm. Ich meine, zwar haben wir genug auf dem Land. Ich weiß, irgendwie, ich mache viel zu wenig gerade. Ich stehe die ganze Zeit nur rum und mache gar nichts. Bestimmt langweilig für euch. Aber jetzt fahre ich einfach mal ein bisschen rum. Yeah, für Narnia! Und ich hoffe, das genügt euch ein bisschen, ja. Auch wenn der Jahresrückblick jetzt wahrscheinlich ein bisschen später kommt, weil ich noch relativ viel für die Schule lernen muss wieder. Ende Mai, glaube ich, geht es auch auf die Prüfungen zu und da ist alles ein bisschen viel momentan. Aber das klappt schon irgendwie. Auch wenn ich in Mathe unglaublich schlecht bin. Und Physik habe ich vor kurzem auch übelst verkackt, aber naja, wisst ihr dann, das regt mich auch immer so auf. Manche lernen gar nichts für die Arbeiten, die schreiben dann eine 1 oder so. Ist kein Witz. Manche lernen nichts für Arbeiten, die schreiben eine 1, ja. Ich zerstöre mir meinen Kopf. Ich lerne den ganzen Tag, ja. Auch wenn es mir keine Sau glaubt, ist mir scheißegal, ja. Juckt mich nicht. Auch die Lehrer, ist mir scheißegal. Ich lerne tagelang für eine fucking Arbeit, für einen Test. Ist mir egal, was es ist, ja. Und im Endeffekt schreibe ich dann eine ultra schlechte Note. Und dann denken die Lehrer, ich bin Hurensohn. Und sowas macht mich aggressiv und wütend, ja. Weil ich in dem Moment einfach einen Blackout habe manchmal. Vor allem, wenn es um Mathe geht. Dann habe ich einen Blackout, dann bekomme ich Angstzustände, bekomme Schweißausbrüche und verkacke die Arbeit. Ja, es ist einfach so. Und ich weiß nicht, was man dagegen machen kann. Ich habe schon Tröpfchen versucht, so Antinervositätströpfchen. Das bringt alles nichts. Es ist alles schwierig momentan. Es ist alles schwierig, wenn es um Arbeiten geht, was mit Mathe zu tun hat oder allgemein Mathe. Mathe habe ich vor kurzem auch wieder versagt, da musste ich nachschreiben. Habe ich wahrscheinlich eine 6 geschrieben oder so, wisst ihr. Aber ganz ehrlich, man sollte sich von sowas niemals runterziehen lassen. Klar, man muss sich mit dem Zeugnis bewerben und so. Klar, das ist scheiße, okay. Aber mein Gott, das Leben geht weiter. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt umbringen deswegen? Oder was soll ich mich so schlecht fühlen? Oh Gott, wegen Mathe. Wegen so einem Scheißdreck, was man sowieso in seinem Leben nie wieder braucht. Wisst ihr? 80% von der Scheiße, was man in der Schule lernt, wird man nie wieder brauchen, ja? Nie wieder. Das Schulsystem ist sowieso komplett für den Arsch, ja? In manchen Fächern lernt man noch sinnvolle Sachen. Keine Ahnung, Geschichte ist immer ein bisschen interessant, was da so passiert ist und so. Aber da ist auch immer jedes Mal das gleiche. Geschichte, ja, das kotzt mich so hart an. Keine Ahnung, ja, gerade so, ich bin da auf einem kaufmännischen Berufskolleg. Und da im Kaufmännischen, da lernt man sehr viel, was mit Lager zu tun hat, Marketing und sowas. Wisst ihr, das kann man alles brauchen. Klar, für seinen späteren Beruf vielleicht mal, wenn man aufs Büro geht oder was weiß ich wohin. Als Lagerist oder was weiß ich. Aber dann diese unnützen Sachen wie zum Beispiel gerade Mathe. Mathe. Klar, das Grundwissen, so mal geteilt, Minus, Plus und so eine Scheiße und keine Ahnung, Pythagoras oder Winkel ausrechnen und so. Das ist alles, muss man wissen, das ist klar, okay, verständlich. Prozentsatz und so, die ganze Scheiße, das Ausrechnen, das ist okay, das lernt man, das versteht man und das braucht man später mal, vielleicht. Selbst das braucht man nicht immer. Aber dann diese ganzen komischen Trigonometrie-Scheiße und so, wo brauchst du das? Klar, wenn man vielleicht Ingenieur wird oder was, das ist für eine Scheiße. Aber 1% bei uns in der Klasse wird es mal wieder brauchen, ja? Ist so ein Bullshit, sorry. Macht mich so aggressiv, ja? Und dann tun die Wichser immer so, die Lehrer und so, als ob das Wichtigste auf der verfickten Welt ist. Ja, nur Mathe und sonst nix, ja? Wenn man in Deutsch eine gute Note hat, Deutsch, scheiß drauf, Deutsch, Alter. Pff, scheiß drauf, Alter. Juckt niemand, wer muss schon Deutsch können oder wer? Englisch, pff, Englisch, Alter, juckt doch niemand, braucht niemand. Scheiß auf Englisch, wenn man da eine 1 oder eine 2 im Zeugnis hat. Pff,
Hauptsache Martin und deine 5 hatte ich mein Hurensohn. Sowas macht mich richtig aggressiv. Sorry, jetzt bin ich voll vom Thema abgeschweift. Aber das muss ich einfach mal loswerden, ja? Diese dreckige Heuchelei die ganze Zeit in der Dreckschule, Alter. Ja, genauso die ganzen Schüler, die für sich immer kämpfen. Die nur für sich kämpfen, nur an sich denken und andere einfach noch versuchen auszuspielen. So richtig dreckig und hinterlistig, wisst ihr? Die gehören so geschlagen, Alter, bis sie sterben. Ohne Witz, das macht mich so aggressiv. Nur wenn man zusammenhält, nur wenn man gemeinsam was erreicht. Gemeinsam erreicht man so viel, gemeinsam kommt man auf die schwierigsten Zeiten, ja? Aber wenn man nur an sich denkt, andere noch runterspielt und so. Solche Menschen, Alter, das hasse ich. Und das ist so oft in der Schule so, dass die Leute nur an sich denken, ja? Wenn es nur mal um Hausaufgaben geht, wenn man halt mal einen ganzen Tag keine Zeit hatte, dann fragt man mal ganz lieb, wenn man den anderen auch schon sehr oft Hausaufgaben geschickt hat, dann fragt man ganz lieb, wenn man die ganze Woche irgendwie beschäftigt war, irgendwas anderes zu tun hatte, kannst du mir bitte die Hausaufgaben schicken? Ich will nur das und das abschreiben. Es ist ja nicht so, dass man nichts dabei lernt, wenn man es abschreibt. Man sieht ja den Lösungsweg, man weiß es ja, okay, man muss im Nachhinein so oder so üben für die Arbeit. Aber wenigstens hat man dann die Hausaufgaben und bekommt nicht irgendwie eine 6 vom Lehrer oder irgendwie einen Anschiss oder was weiß ich was. Weil es so wichtig ist, dass man Hausaufgaben macht. Jeder ist doch für sich verantwortlich. Wir sind in einem Alter, wo jeder für sich verantwortlich ist, ja? Zum Beispiel in Physik, da macht es der Lehrer richtig. Da sagt er, ihr seid selber für eure Hausaufgaben verantwortlich. Wenn ihr mal die Hausaufgaben nicht habt, dann ist es halt so. Das ist euer Pech, ja? Das ist nicht mein Pech. Aber manche Lehrer, die geben dann eine 6 oder so, gerade in Mathe. Und sowas macht mich aggressiv, sowas verstehe ich nicht. Alter Schwede. So ein Bullshit, das System ist so am Arsch, so am Arsch. Das ist Schulsystem, das kannst du in die Tonne kicken, ohne Witz, das ganze Schulsystem. Und dann, jetzt haben sie unserer Schule, ja, 40.000 gestrichen, einfach so. Eigentlich sollten Tablet-Klassen alles so dran in die Schule eingebaut werden. Nix, ist alles weg, keine Tablet-Klassen, nix. Wir sind so veraltet, allein die Drecksbücher, wenn ich die schon immer sehe, könnte ich draufkotzen, Alter. Dann technisch funktioniert gar nichts, ja. Unser Rektor weiß nicht mal, wie man eine DVD an einem Computer startet. Ja, das ist so traurig. Wo leben wir, Alter? Im Mittelalter, oder was? Was für eine dämliche Scheiße, das macht mich so aggressiv. Und dann, weißt du, das Traurige ist ja, man guckt sich 10 Minuten Video auf YouTube an. 10 Minuten YouTube-Video, wo irgendjemand was erklärt und man versteht es. Und dann ist man eine Stunde im Unterricht und man versteht gar nichts, weil der Lehrer zu unfähig ist, was beizubringen. Dann sollte man sich schon Gedanken machen, dann ist schon sehr traurig irgendwie, finde ich. Wenn man durch ein 10 Minuten YouTube-Video mehr lernt, als durch die gesamte Schule, den gesamten Schultag oder Schulstunde oder was auch immer. Alter Schwede, das macht mich gerade so aggressiv. Jetzt schweife ich vom Thema ab. Jetzt kommen wir einfach mal zum nächsten Thema. Und zwar, ja, das Tattoo habe ich ja gerade schon gezeigt. Mein drittes Mashup kam... mein drittes Mashup kam Ende 2016, also Anfang 2017. Und hat jetzt mittlerweile auch schon knapp 1 Million Aufrufe, ja. Es macht so Spaß, Musik zu machen. Es macht so Spaß, meine Mashups zu machen. Es ist halt eine Musikrichtung, die Richtung Metal und Rock geht, was halt vielen auch nicht so zusagt. Das ist okay, aber ihr akzeptiert es und das finde ich sehr gut von euch. Vielen Dank dafür, weil das bedeutet mir sehr viel, diese Mashups zu machen. Das macht unglaublich viel Spaß und ich bekomme dadurch auch sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Aufrufe, was halt auch sehr viel, sehr motiviert, ja. Mein erstes Mashup, Psychophane von Linkin Park und Slipknot, hat jetzt mittlerweile 17 Millionen Aufrufe. Ja, 2017 hat 17 Millionen Aufrufe erreicht. Und es ist unfassbar. Viele sagen immer, Alter, wie fühlst du dich mit 17 Millionen Aufrufen? Ich meine, 17 Millionen Aufrufe, das ist ja unfassbar, das ist ja eine Zahl, da musst du dich doch ganz besonders fühlen. Eigentlich fühle ich mich ganz normal, ich fühle mich überhaupt nicht besonders, ich bin auch nicht abgehoben oder so eine schwule Scheiße. Wow, 17 Millionen Aufrufe, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich diese 17 Millionen Aufrufe von einem auf einen anderen Moment bekommen habe. Hält er jetzt an, der Barstart? Ja, fast schon mein Fuß fahren und so. Alter, jetzt reicht's aber langsam. Ich habe die Aufrufe habe ich ja im Laufe der Zeit bekommen. So, wisst ihr mal, 1 Million, 2 Millionen. Das fällt gar nicht so auf, wenn es mal ein paar Millionen mehr bekommt. Ganz ehrlich, ist halt so. Und manche denken dann immer, oh, das ist von einem Moment auf den anderen plötzlich so, oh, bam, 17 Millionen. Nein, es läuft ganz langsam nach oben und dann fühlt man sich nicht irgendwie so, jetzt, oh, ich bin der Überking, Alter, hab 17 Millionen Aufrufe. Gleich ist besonders, gleich ist geil. Aber ich gebe damit jetzt nicht irgendwie an oder so. Wenn mich mal jemand fragt, dann sage ich es ihm halt. Und wenn die Person dann denkt, dass ich angehe, dann soll er meinen Schwanz lutschen, wenn er gefragt hat, ja. Wenn er gefragt hat. Wenn mich jemand was fragt, dann gebe ich eine Antwort. Und wenn es ihm nicht passt, dann soll er sich ins Knie ficken. Das ist ganz einfach. Ja, Mai, wo bin ich denn hier? Schanz mir mal, oder? Finania! Oh mein Gott, scheiße. Fuck! Ja, klar, das war wieder so klar, dass mir das passiert. So ein Scheiß! Alter Schwede. Jetzt sind wir nass, Miranda. Was haben sie jetzt wieder gemacht für eine Scheiße? Ich sehe aus wie so ein übelster Killer. Das sieht voll geil aus, Alter. Ja, da liegt's. Toll, da freut man sich auf jeden Fall. Ich laufe mit dem Messer rum und sehe aus wie ein
Übelster Grufti, aber naja, scheiß drauf. Ich mag den Style, ich finde es geil. Ich würde echt, wenn ich ein Mädchen wäre und ich so aussehen würde, würde ich so rumlaufen, ja? Naja, wie dem auch sei. Halt's Maul. Ja, niemand redet mit dir. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Was haben wir hier denn noch? Achso, ja, dieses Jahr wurde übrigens auch ein Mashup von mir noch gesperrt, jetzt Ende des Jahres. Wegen Copyright, weil ich eine Animation von jemandem benutzt habe als Musikvideo. Was ich auch nicht verstehen konnte, weil ich dem Menschen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt habe. Er hat doch mich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe seine Arbeit habe ich komplett verändert, ja. Also das ist nicht so, dass ich es komplett kopiert habe einfach. Und als Künstler sollte man sich die Arbeit erstmal anschauen, bevor man einfach irgendwas löscht oder blockiert oder wegen Copyright flaggt. Das finde ich so traurig, weil ich habe mir so viel Mühe gegeben und er löscht es einfach. Ich wette mit euch, er hat es nicht mal angeguckt, der Hurensohn. Ja, er löscht einfach mein Video. Und das hat mich so aggressiv gemacht, ja. Künstler unterstützen sich doch gegenseitig. Und ich habe sein Werk für etwas Gutes benutzt, in meinen Augen. Ich habe es nicht irgendwie ausgenutzt, etwas Schlechtes draus gemacht, ja. Es kam sehr gut an. Und dann einfach zu löschen, finde ich traurig und jämmerlich und erbärmlich. Da ist man in meinen Augen kein Künstler, dann ist man ein Arschloch. Aber gut, was habe ich hier noch stehen? Boah, ganz viele Konzerte. Ich habe dieses Jahr ganz viele Konzerte besucht, meine Freunde. Ich war auf meinem ersten Sum 41-Konzert. Warte mal, war das noch dieses Jahr? Jetzt muss ich gerade überlegen. Doch, das war, also nicht dieses Jahr. Klar, jetzt haben wir 2018. Es war letztes Jahr 2017. Anfang, glaube ich, ja. Da war ich auf meinem ersten. Es war mein erstes Konzert, es war mein zweites. Mein erstes Mal habe ich Sum 41 gesehen. Ich liebe die Band, eine Punkrock-Band aus Kanada. Und die haben mir auch sehr viel durch schwere Zeiten geholfen. Boah, das sieht doch gerade sehr cool aus hier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war unglaublich schön, weil ich bin mit Kevin, mit einem Klassenkamerad gegangen und habe dort dann praktisch, es war in Bayern, also in München, da ein bisschen außerhalb, da habe ich den lieben Chris getroffen, den lieben Chris, der mir auch sehr viel bedeutet, der mir auch sehr stark ans Herz gewachsen ist im Laufe des Jahres. Sehr cooler Kumpel, mit dem ich jetzt auch bald wieder auf ein Konzert gehe dieses Jahr. Da kommen ganz viele Konzerte noch. Es war mega schön, wir waren da in der Muffathalle in München. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, wenn ihr das Video anschauen wollt. Es geht halt 50 Minuten, das war kein Vlog. Da habe ich einfach drüber geredet, über das Konzert. Ja, das war sehr schön, Sum 41 in München, ja. Werde ich nie vergessen, war wunderschön. Dann war ich nochmal bei Sum 41 gleich drauf, ich glaube es war ein Monat Unterschied oder so, und zwar war ich dann in Mannheim mit dem lieben Ramon, ja auch ein sehr guter Kumpel, der mir im Laufe des Jahres auch sehr ans Herz gewachsen ist und auch letztes Jahr schon. Ich wollte sie einfach nochmal sehen, es war so eine gigantische fucking Show, ja, unglaubliche Live-Show, war wirklich sehr geil. Ja, auf jeden Fall werde ich das auch nie vergessen, weil da war zum Beispiel Derek ist durch die Menge gelaufen und war dann praktisch direkt vor mir gesungen. Ich habe das Video auch hochgeladen, wenn ihr es sehen wollt. Das heißt, with me, Sum 41, with me, gebt einfach wieder XY und Klangkiller 2 und dann findet ihr das Video ganz einfach, wisst ihr. Macht's nicht immer so kompliziert. Gebt einfach irgendwie was ein, Stichwort, ich habe ja auch Text geschrieben und so. Irgendwie einfach Sum 41 und dann XY und Klangkiller 2. Dann kommt auch das Video. Dann findet ihr auch das Video, wisst ihr. Manche machen es immer so kompliziert und denken sich so, was kann ich jetzt suchen? Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan, was ich jetzt suchen kann. Alter, dann lass ich's einfach. Wisst ihr, wie kann man so dumm sein, Alter? Ich versteh's nicht, sorry. Aber wenn man was sucht, dann findet man es auch, wenn man es wirklich danach sucht, ja? Wenn man gerade irgendwie geistig behindert ist und es nicht findet, wenn man nicht weiß, was man eingeben soll. Vielleicht bin ich da einfach hypertalentiert, ich hab keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach ein Mensch, der alles gleich findet, ich weiß nicht, sorry. Aber gut, ja, das kam jetzt ein bisschen angeberisch, aber ist halt einfach so. Ja, und dann war ich, zudem habe ich übrigens auch einen Vlog gemacht. Das war mein erster Konzert-Vlog.
von Sum 41. Schaut ihn euch an, der war sehr cool. Also ich habe mir echt sehr viel Mühe gegeben, es war auch sehr nice. Dann waren wir bei Billy Talent, ja. Das war in Freiburg. Da waren wir ganz viele. Da war mein Bruder mit dabei, da war Ramon mit dabei, da war wieder Chris dabei. Chris war wieder mit dabei und Nico war mit dabei. Und ja, das war einfach auch unglaublich schön. Ja, wir waren fast ganz vorne. Und mein Bruder ist sowieso voller riesen Billy Talent Fan. Einfach alle, die dabei waren, waren Billy Talent Fan. Und ja, wir waren ganz vorne fast. Da weiß ich noch, wo meine Freundin das Video geschrieben hat, meine jetzige Freundin. Die hat da schon kommentiert. Was genau geschieht hier? Wieso ist da so Musik? Panik? Ich nehme mal kurz das Auto. Boah, diese Musik, Alter. Jetzt beruhigen wir uns erstmal wieder. Boah, die Musik kotzt ja mal übel an, Alter. Oh mein Gott. Boah, ich fahr doch ein Ding. Komm, schnell. Schnell, ich schaff's noch. Ich schaff's noch für Nadia. Nein! Ja, also, Alter. Ja, okay. Auf jeden Fall war das sehr schön. Was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen, gell? Ah ja, genau, da hat meine Freundin schon kommentiert. Sie war voll neidisch, dass ich da war. Oh, der arme Typ, der läuft da so halb nackt rum. Also, es regnet, das ist bestimmt voll kalt. Ja, okay, der Regen hier ist wahrscheinlich sehr warm. Und da hat sie schon kommentiert, dass sie neidisch ist, also dass sie voll neidisch drauf war, dass ich auf dem Konzert war. Nina, wir gehen auch noch zu Billy Talent, ganz sicher. Ja, das war auch sehr schön auf jeden Fall. Freiburg, da hat es halt davor übelst geregnet, als wir angestanden sind und so. Da habe ich auch ein paar Videos hochgeladen von den Konzerten, könnt ihr auch danach suchen, wenn ihr wollt. Einfach in meiner Playlist gucken, da ist auch meistens alles verlinkt. Und dann war ich noch gegen Ende des Jahres im August, war ich bei Die Artist Murder, wieder mit dem lieben Chris, ja. Ist der Wahnsinn, ich war schon bei 3 Konzerten mit dem lieben Chris, Alter, voll geil. Und da habe ich auch die Kimi kennengelernt, ja. Leck mich am Arsch und ruf mich hinter Anubastadt. Ich habe die Kimi dort getroffen, mit dem Chris. Wir waren bei der Band Die Artist Murder in München. In der, wie hieß die Halle nochmal? Im Backstage-Werk hieß es, genau. Und es war so episch, weil wir einfach, das war eine richtig schöne, süße, kleine Halle. Ja, da konnten wir halt auf die Bänke sitzen und haben einfach dem Konzert zugehört, ja. Das war so gemütlich und geil. Richtig episch auf jeden Fall. Unvergessliches Erlebnis und ja, Kimi ist auch so eine Person, die mir im Laufe des Jahres und auch im letzten Jahr schon sehr ans Herz gewachsen ist. Ja, hier kommt erstmal Fettmusik, Alter. Bin ich glücklich, dass ich dich kenne und ich freue mich schon, weil wir gehen nächstes Jahr zu Hollywood Undead. Auch mit meiner Freundin, mein Bruder geht mit und Kimi, ja. Das wird sehr geil, das wird sehr fett. Was wollte ich noch sagen? Genau, bei dem Konzert habe ich auch noch den lieben Florian getroffen, den ich schon seit Ewigkeiten kenne. Ja, ich weiß nicht, seit 8 Jahren, seit 9 Jahren, irgendwie so 8 Jahre ungefähr. Dann habe ich da endlich getroffen, endlich hatte ich die Möglichkeit, ihn dort zu treffen, den lieben Flo. Das war so cool, ja, ich war voll überfordert, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen soll, das war einfach voll krass. Ja, also lieber Flo, das war sehr cool, das war eine sehr geile Überraschung, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und du weißt ja auch so, dass du mir sehr wichtig bist. Also müssen wir mal weiter gucken, was hier noch auf dem Zettel ist. Oh, jetzt kann ich, oh ja, bevor ich meinen Zettel umdrehe, drehe ich jetzt gleich schon mal um, weil jetzt kommt der letzte Punkt von der Seite. Meine Masken. Ich habe sehr viel Masken-Unboxing gemacht dieses Jahr. Oh, das Auto sieht schön aus. Das nehme ich. Ein kleiner Mini. Ich finde dich voll süß. Pio, ja, erstmal so. Ich hoffe, ich bekomme keinen Stern. Oh nein, die hat's gesehen. Die ruft die Polizei, die Fotze. Die macht ein Bild, Alter. Was für eine Hure. Fuck. Ja, mei. Beruhigen muss erstmal wieder. Ja, ich habe sehr viele Masken-Unboxings gemacht. Dieses Jahr bin ich so ein richtiger Masken-Fetischist geworden. Fetischist. Da habe ich so viele Masken gesammelt von Slipknot, ja. Und jetzt auch mittlerweile von Saw und von Freitag der 13. Da habe ich Masken. Und es ist noch gar eine Donald Trump-Maske. Ich bin so ein richtiger Maskenmensch geworden, ja. Ja, was? Das kann ich nicht wegfahren. Alles klar. Oh mein Gott. Corey Palmer. Der macht so richtig coole Slipknot-Masken, ja. Ich gucke einfach die ganzen Unboxings an. Das war ein sehr großer Hauptteil meines Jahres. Meine Masken.
Bin ich noch scharf? Ich bin noch scharf. Es ist relativ dunkel geworden jetzt im Laufe der Zeit. Ja, dann gucken wir mal, was hier noch so steht. Jetzt kommen wir zu meinen Projekten. Genau, ich rate das jetzt einfach ein bisschen schneller runter, würde ich mal sagen. Und zwar habe ich dieses Jahr auch mit dem lieben David ja nochmal ein Video aufgenommen. Und zwar Conan Exiles. Da habe ich mir so viel Mühe bei dem Video gegeben. Es ist so lustig geworden. Es ist so cool geworden. Also schaut es euch an. Es hat viel zu wenig Aufrufe. Ist so schade. Ich habe mir so Mühe gegeben. Ist ein Hase. Alter. Das ist ein Hase. Das war ein Hase. Das war dem sein Haustier. Das er geschlägt uns jetzt. Das war sein Haus. Und da war der liebe David mit dabei. Es hat mich so gefreut, dass er mit mir aufgenommen hat, mit mir ein Spiel spielen wollte. Weil David ist so eine Person, die habe ich so fucking gern, ja. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mir so viel bedeutet. Außer natürlich du, Nina. Und ein paar andere. Ja, ist jetzt wieder übertrieben gesagt. Aber David, du bist mir so ans Herz gewachsen im Laufe der Jahre. Es ist unfassbar, ja. Also, ich könnte mir ein Leben ohne dich das gar nicht mehr vorstellen, so im Prinzip. Auch wenn es sich relativ schwul anhört. Aber du weißt, was ich meine. Und wir haben uns dieses Jahr dreimal getroffen. Drei fucking Mal haben wir uns letztes Jahr, 2017, getroffen. In Reutlingen, ja. Einmal alleine. Das war so cool. Da war ich der glücklichste Mensch auf Erden, ja. Als ich dich endlich sehen durfte. Dann, also wir haben uns einen Platz zwischen unseren Orten rausgesucht, die praktisch immer so eine Stunde entfernt sind. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir dort in der Stadt immer was machen können. Das war dann unser Plan. Wir haben immer so eine Routine gehabt. Immer zuerst zu Subway, dann zum Maro-Spiele, also das ist so ein Spieleladen. Und dann ins Kino und dann vielleicht auch zum Müller und so. Wisst ihr, das war immer so unsere Routine. Und dann habe ich mich nochmal mit ihm getroffen. Da war mein Bruder mit dabei. Da blende ich auch immer ein bisschen ein paar Bilder mit ein zwischendrin. Und ich muss halt sein Gesicht zensieren, weil Davids Privatsphäre ist sehr wichtig und das akzeptiere ich, deswegen verstehe ich voll und ganz. Habe ich einfach seinen lieben Avatar von seinem Kanal auf seinem Gesicht platziert. Und dann habe ich mich nochmal getroffen mit ihm, das war jetzt vor kurzem mit, da war Yannick mit dabei. Yannick, ja, den ihr vielleicht auch von The Park kennt, das war auch ein Projekt dieses Jahr, The Park. Hat letztes Jahr schon begonnen. Boah, war so aufwendig, diese Parts zu machen. Ich habe noch ein paar, das Finale habe ich auf meinem Rechner, komme ich gar nicht dazu, das zu machen. Ich hoffe, ich mach's bald mal. Der Park ist ein sehr cooles Spiel eigentlich, so im Prinzip, aber kurz. Und ja, der war da mit dabei und da kann ich auch ein Bild einblenden. Es war sehr cool auch nochmal, dass ich mich da mit Yannick und David nochmal treffen konnte. Es war das dritte Mal. Und ja, dann war ich alleine nochmal mit meiner Freundin und mit Kevin nochmal in Reutlingen jetzt dieses Jahr. Letztes Jahr. Ich sag immer dieses Jahr, weil ich noch in 2017 bin, Alter. Das war auch sehr schön auf jeden Fall. Es waren schöne Erinnerungen, wisst ihr, das baut einen richtig auf. Das gibt eine richtige Motivation. Okay, dann Uncharted 4. Uncharted 4 war auch ein sehr schönes Spiel. Aber nicht so gut wie die letzten Teile. Es hat mich ein bisschen enttäuscht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt gewöhnt war von den anderen Teilen, dass die so episch waren. Und Uncharted 4 war für mich ein bisschen, wie soll ich sagen, zu grau, zu langweilig im Prinzip. Die Gegenden, die Landschaften waren nicht so cool wie sonst immer. Und das DLC hat es allerdings wieder ein bisschen gut gemacht, finde ich. Das DLC war cool, es hat Spaß gemacht. Da war Chloe die Hauptcharakterin. Und die Nadine fand ich nicht cool, aber die war auch mit dabei. Ich hoffe, ich komme da jetzt rüber. Weil irgendwie, das ist mein Leben, wisst ihr? Das war so klar. Was soll ich eigentlich? Jetzt fahren wir wieder zu Mickey Mouse, Alter. Komm schon. Jo. Steig ein, Dicker. Fettes Brot, Alter. Nee, sorry, die Musik muss ich leider ausschalten. Es tut mir so leid für euch, aber... Copyright und so, aber das Video wird wahrscheinlich sowieso entmonetarisiert, weil YouTube ja gerade schon scheiße ist. Ha, YouTube, du bist scheiße. Wenn das Video jetzt monetarisiert wird, dann wird's so geil. YouTube, du bist ein Hurensohn, du bist scheiße, YouTube, ich hasse dich. Wäre so lustig, wenn das Video jetzt monetarisiert wird, Alter. Ich würd's nicht packen, Alter. Natürlich habe ich auch ein paar Projekte mit Ramon gemacht. Resident Evil 7 habe ich zuerst alleine aufgenommen und dann haben die letzten Parts, da hat der liebe Ramon mitgewirkt, das war auch sehr cool und lustig. Dann hat er noch mitgewirkt bei Mortal Kombat und bei Gang Beasts, was auch sehr cool war. Da habe ich auch noch ein paar Parts auf meinem Rechner, die ich auch noch irgendwann bearbeiten muss. Ja, genau so parkt man auf jeden Fall ein Boot. Schnell! Oh, das ist wie... Keine Ahnung, was es ist. Ja, da ist ein Helikopter. Ich will zum Helikopter. Wieso regnet es eigentlich die ganze Zeit? Wie bei uns, Alter! Es hört nicht mehr auf zu regnen, gerade in echt, ja. Bei uns hinten am Bach ist so Hochwasser, Alter. Ich nehme den Helikopter. Ich mag den kleinen irgendwie mehr. Da ist so schön süß und klein. Habe ich noch was aufgeschrieben? Ja, klar, Virtual Reality. Da kommt auch bald wieder was. Ich habe eigentlich vorgehabt, ein Horrorspiel zu spielen. Okay, Radio ist aus. Oder? Ja, ich hatte eigentlich vor, ein Horrorspiel zu spielen, aber habe ich dann irgendwie...
doch nicht mehr so ganz gepackt. Keine Ahnung, wieso, zu viel Stress halt wieder und alles drum und dran. Aber es kommen auf jeden Fall nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder ein paar Virtual Reality Videos mit der HTC Vive von meinem Bruder. Ja. Genau. Und ja, guck mal, was hier noch so steht. Ich kann's gar nicht lesen, Alter. Ah ja, genau, schaut euch meine Haunted Ghost Pepper Challenge an, ja. Die hat auch relativ wenig Aufrufe bekommen. Da habe ich so ganz scharfe Chips extra aus den USA bestellt und bin dann fast gestorben, als ich sie gegessen habe. Das war auch sehr krass auf jeden Fall, aber sehr cool. Also es ist ein sehr cooles Video geworden. Sehr cool für mich war es nicht, weil ich fast gestorben bin. Aber, boah, die Chips waren so scharf, Alter. Die liegen hier immer noch, die Chips, ja. Ja, mei. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt ganz da oben auf das Gebäude. Dann war ich eigentlich ziemlich, ja, nicht wirklich überall, aber dann habe ich alles ein bisschen gemacht, so. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade sowieso mache. Ich mache das gerade alles blind. Ich rede die ganze Zeit, aber ich check gar nicht, was ich hier überhaupt mache. Ich habe auch keinen Bock, hier irgendwie Leute totzuschießen oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Das sieht voll cool aus, das Bild da unten. Ja. Landen wir mal ganz da oben drauf. Schaffen wir das? Langsam, Bruder. Langsam. Langsam. Oh, fuck me. Langsam. Yes. 1A Landung auf jeden Fall. Boah, wunderschön. Coole Aussicht. Auch wenn es gerade ein bisschen sehr neblig ist, aber da oben ist voll der Wind. Haben die da neue Töne und so eingebaut? Ich weiß auch nicht. Ja, egal. Wie dem auch sei. Was haben wir? Was steht hier noch? Ich kann es nicht lesen. Hallo? Englische Videos habe ich einige gemacht. Da habe ich auch versucht, mal Neustart zu machen mit Emily is Away. Das Video war so aufwendig. Könnt ihr euch auch angucken. War eigentlich sehr cool, lustig und so. Auch für euch vielleicht, für deutsche Zuschauer. Emily is Away heißt das Spiel. Sucht einfach danach. Und ja, jetzt momentan Outlast 2. Ja, da bin ich gerade noch dran. Da musste ich auch jetzt eine lange Pause machen, weil alles viel zu stressig war. Freundin war zwischendurch da und so. Das, eine Woche ist halt schnell mal rum. Oder? Kommt eine Woche mal kein Video, ja? Wenn man nicht vorproduziert hat. Das ist heftig. Das ist schon ziemlich heftig, ja? Das war's. Jetzt kommt die Danksagung. Und dann habe ich hier noch geschrieben, Wahrheit. Ja, plus die Wahrheit. Jetzt kommt die Wahrheit, meine Freunde. Erstmal die Danksagung. Vielen herzlichen Dank für das schöne Jahr, dass ihr mir noch schöner gemacht habt mit Kommentaren. Das sind alles die kleinen Dinge, wisst ihr. Auch wenn es nur ein kleines Kommentar ist, ich lese mir das durch. Ich habe euch immer gesagt, ich lese die Kommentare. Vor kurzem hat so ein Hurensohn geschrieben, dass ich anscheinend keinen Bock mehr hätte, Kommentare zu beantworten. Stimmt nicht, ich kann es zeitlich bloß nicht mehr. Das hat mich dann auch wütend gemacht, dass man sowas schreibt. Ja, ich will keinen Bock mehr, Kommentare zu beantworten. Hä? Es stimmt nicht, ich liebe eure Kommentare. Ich lese jedes Mal durch, gebt mir Herz. Dann wisst ihr, dass ich es gelesen habe. Aber zum Antworten komme ich halt echt... Jetzt stellt euch mal vor, wie soll ich denn 20 Kommentare mit riesen Texten beantworten, wenn ich so gut wie keine Zeit habe? Wisst ihr, das geht manchmal nicht. Wenn es was ganz Wichtiges ist oder so, oder wenn ich was richtig stellen muss, dann antworte ich euch sofort. Es kommt halt immer drauf an, manchmal gar nicht, manchmal lese ich es mir, aber ich lese es, wie gesagt, immer durch. Manchmal antworte ich dann halt gar nicht, aber ich habe es mir auf jeden Fall durchgelesen. Ja, es war einfach schön, mit euch wieder das Jahr zu genießen, dass YouTube immer noch läuft. Wie gesagt, Aufrufe sind mir egal. Das Wichtigste ist für mich der Spaß, dass ich nicht gezwungen etwas mache. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich fühle mich momentan nicht mehr so überzeugt, wenn ich Let's Plays aufnehme oder so. Ich weiß nicht, weil ich ein bisschen die Lust daran verloren habe. Da fliegt ein Helikopter. Ich gehe mal... Na, das ist ein normaler. Das ist ein Computerspieler. Das ist kein... Oder? Wer ist das? Lol, will der hier landen? Der will hier landen, aber es geht mit seinen Hurensohn. Geil. Okay. Püssi, du Bastard, ich fick dich auseinander. Jetzt landet er da unten, oder was? Ja. Was macht der jetzt? Fliegt er gegen das Haus, Alter. Ja, auf jeden Fall, es macht mir nicht mehr so viel Spaß wie früher. Weil es gerade Projekte sind, gerade zum Beispiel Outlast 2. Da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich ein bisschen gezwungen gefühlt. Weil... ich einfach Angst vor dem Spiel habe. Und ich bin jetzt so der Fan davon, wenn ich mir fast in die Hose scheißen sterbe, weil das macht mein Herz bald nicht mehr mit. Ich mach's für euch liebend gern. Ich werde auch Outlast 2 voll fertig spielen, ist überhaupt keine Frage. Aber ihr müsst verstehen, dass es mir gar nicht so viel Spaß macht, ja? Ich will jetzt nicht, dass wenn ihr das Let's Play schaut, dass es so ist, dass ich keinen Spaß habe. Ich habe da Spaß teilweise, das ist so. Aber so übelste Horror-Sachen, das macht mir nicht so wirklich Spaß. Das ist eher eine Überwindung, wisst ihr? Es soll nichts Negatives jetzt darstellen oder so. Es ist einfach, es ist ein cooles Spiel.
aber die Angst, die verdirbt mir das ein bisschen, versteht ihr? Deswegen freue ich mich unglaublich auf The Last of Us 2, weil ich da richtig Lust drauf habe. Da kommen auch wahrscheinlich sehr viele Emotionen bei mir hoch, weil das eins der ersten Spiele ist, was ich jemals Let's Played habe, damals. Und das hat so viele schöne Erinnerungen, weil ich beim ersten Let's Play schon so viele Menschen kennengelernt habe, die ich jetzt noch kenne. Und deswegen denke ich mal, dass da sehr viele schöne Erinnerungen hochkommen. Oh, ich muss wieder aufstoßen, Alter. Mir ist echt anstrengend, so lang zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nehme ich schon eine Stunde auf, aber ich habe, glaube ich, ein bisschen gebraucht, bis ich alles aufgebaut habe und so. Und ich habe schon aufgenommen, ich Idiot. Ja, das wollte ich einfach sagen, dass ich momentan einfach mehr Spaß habe, zum Beispiel... Oh, jetzt hat's geklingelt, ich hoffe, mein Bruder macht auf. Dass ich momentan einfach mehr Spaß dran habe, andere Dinge zu tun auf YouTube, Mashups und so Zeug. In dem Sinne, Leute, ich höre jetzt auf, weil jetzt kommt Besuch. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass wir weiterhin ein tolles Jahr haben werden. Es kommen viele Projekte, ich werde weiterhin Videos machen, es wird sehr toll. Ich freue mich, Leute, es wird sehr geil. Vielen Dank für alles, was ihr dieses Jahr für mich getan habt. Ihr seid mir wirklich unglaublich ans Herz gewachsen und ihr bleibt weiterhin in meinem Herzen. Und ich bleibe weiterhin real, ein realer YouTuber und versuche nicht irgendwie ein gefakter Hurensohn zu werden. Das ist mir ganz wichtig, ich bleibe mir treu. Und ja, das ist das Wichtigste für mich. Und vielen Dank einfach. Danke für alles. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin gerade selber ein bisschen verwirrt. Es war jetzt sehr viel auf einmal. Da kommt wieder ein Helikopter. In dem Sinne, meine Freunde. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Weitere coole Projekte folgen. Bis dann. Euer XY Clankiller 2. Ich bin stolz auf meinen Namen. Ich bin stolz drauf. Weil ihr seht, mit so einem Name kann man 100.000 Abonnenten erreichen. Der Wahnsinn. Ciao! Und nehmt's mir nicht übel, wenn ich jemanden vergessen haben sollte. Ganz wichtig, ja? Nehmt's mir nicht übel. Ich bin nur ein Mensch. Und ich liebe euch alle. Achso, und übrigens, eigentlich sollte es diesmal eine richtig geile Beleuchtung werden, weil ich mir extra ein Licht zu Weihnachten gewünscht habe, so eine geile Softbox. Jetzt ist das Problem, ich habe einfach bloß den Schirm bestellt und dachte, das ist die Softbox, die komplette. Jetzt habe ich einfach bloß den Schirm bestellt. Das ist mein Leben wieder. Aber gut, solche Leben. Ja, ja, mei.